Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Wir sind in den letzten Tag diesen Monats. Der Herr hat uns in diesem Monat so wunderbar geleitet. Jeden Tag hat er mit euch gesprochen und angefeuert. Er hat euch gestärkt und eure Gebete erhört. Dafür solltet ihr Gott danken. Da wir nun in den letzten Tag dieses Monats angelangt sind, sollten wir auf den Herrn schauen und sagen: Gepriesen seist du, o Herr. Auch heute möchte Gott sein Wort mit euch teilen. Wisst ihr, was es ist? In Psalm 81, Vers 16: Und ich würde sie mit dem besten Weizen speisen und mit Honig aus dem Felsen sättigen. Der Herr sagt: Mein Sohn, meine Tochter, ich werde dich sättigen. Ist dein Leben gesättigt? Ist dein Familienleben zufriedenstellend? In deinem Geschäft bist du zufrieden? Bist du im Dienste Gottes zufrieden? Verspürst du vollkommene Freude und Zufriedenheit bei dem, was du tust? Oder denkst du, ich tue etwas und lebe einfach so? Der Herr sagt: Ich möchte dich sättigen und auch segnen. Siehe, Tausende versammelten sich, um das Wort des Herrn zu hören. Für 3 Tage hatten sie nichts zu essen. Dort waren Männer, Frauen und Kinder, waren mehr als 20.000. Da waren nur 5 Brote und 2 Fische. Was können sie mit diesem tun? Der Herr hat es gesegnet, vervielfältigt und die Menschen gesättigt. Wie war dies möglich? Er hat nicht gesagt: Isst ein wenig jetzt und den Rest zu Hause. Gesättigt. Der Herr hat gesorgt, dass alle Menschen ausreichend hatten. Es war genug gesegnet, um den Rest aufzuheben. Der Herr sagt zu dir: Ich werde dich ausreichend segnen, Tochter. Mit der Arbeit, die du leistest, mit deinem Leben zufrieden sein. Stimmt etwas nicht? Liegt eine Belastung im Kopf? Ich werde es ändern und deine Mängel erfüllen und stillen, sagt der Herr. Dies ist ein großer Segen. Es ist die Zufriedenheit in dem Leben, das wir führen. Der Herr hält mich glücklich. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Nur unser Herr Jesus Christus kann uns diesen Segen schenken. Nur er kann es ermöglichen. Sag dies heute nun mit Glauben, Herr. Ich möchte, wie du es mir versprochen hast, ein Leben in Zufriedenheit erhalten. Bittet darum in euren Gebeten dafür. Dann entsteht eine Veränderung. Wollt ihr dies nun versuchen? Herr, du bist kein halbherziger Gott. Du segnest uns vollkommen. In meinem Leben, in meiner Familie, in unserem Leben möge alles im Namen Jesu Christi zufrieden sein. Segne und erfülle diesen Sohn und diese Tochter mit Zufriedenheit und Vollkommenheit. Im Namen Jesus Christus beten wir, lieber Vater. Amen, Amen.